Bist du hier? Ah. Okay, da waren wir doch noch nicht, ja? Nee. Ach so, nee. Die Sachen kommen ja alle wieder. Ich sterbe jetzt nicht. Na dann krieg mich doch, Junge. Immer solche Sprüche. Nee, nicht aufheben. Wir wollen hier noch ein bisschen was einsammeln. Na? Hand eines Unbekannten. Hallo, was ist denn hier? Hä? Das ist im Felsen. Das ist scheinbar im Felsen. Ja, naja, gut. Hast du halt. Na gut, Bäuerin. Meine Gutste. Die Banditen sind weg. Hier haben wir noch ein bisschen schönes Fell. Und das brauchen wir. Gib schon her. Wo ist denn die Bäuerin? Dann wollen wir mal. So, jetzt haben wir die zwei optionalen Quests wieder gemacht. Und kommen halt deswegen nicht weiter, ne? Au, da war was. Komm schon. Ja, ich kann da nicht. Das geht einfach nicht. So ein... Wie bei Diablo. So ein... Nimm alles Button. Den möchte ich. Nimm alles. Oh, 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 oh. Oh, wo wir, ah, da hätte ich was stehlen können. Hier bin ich. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Diesen Lohn hast du dir verdient. Nimm dies. Ich helfe doch gern. Na, Drachmen. Meistgesucht abgeschlossen. Ja, super. Super Bursche. Aber jetzt, komm, jetzt lasst mich doch mal bitte hierher, oder? Bitte. Ich bitte darum. Ja, jetzt schaffe ich's. Ich bin mir sicher. Jetzt da. Jetzt geht's zur Proviantkontrolle. Das schaffe ich jetzt. Guck, nur noch 20 Meter. Könnte einer von Stentors Kundschaftern sein. Sieht aus, als hätte ich weide jeden Athener aus, der dafür mitverantwortlich ist. Elende Feiglinge. Und wenn sie tot sind, weiß Stentor, dass ich dem Kampf an seiner Seite würdig bin. Was ist hier passiert? Was kümmert dich das, Söldnerin? Hast du etwas damit zu tun? Sei froh, das nicht. Ich komme, um zu helfen. Nee. Hätte ich das, dann wärst du bereits tot. Aber heute ist ein Glückstag. Ich bin hier, um zu helfen. Stentor schickt mich. Stentor schickt dich? Megaris steht nicht unter Spartas Kontrolle. Noch nicht. Für mich ist es einfacher, mich in bestimmten Regionen zu bewegen, als für Spartiaten. Die Athener haben sich als widerstandsfähiger erwiesen, als wir dachten. Aber sie werden vor Sparta... Auf die Knie gehen, ja, ich kenne die großen Reden. Aber bis dieser glorreiche Tag kommt, sollten wir herausfinden, was hier passiert ist. Hast du eine Vermutung? Noch nicht. Aber bald. Na dann. Ich sollte mich umsehen, um herauszufinden, was hier geschehen ist. Ja. Gucken wir mal. Das waren Berufssoldaten. Abgeschlachtet bis auf den letzten Mann. Das kann nicht das Werk von Banditen sein. Das könnte sein. Da ist was. Sieht aus, als wären sie in den Wald gegangen. Ja, weißt, da waren wir bestimmt schon ein paar Mal in dem Wald. Die Vorräte sind weg. Weit können sie aber nicht sein. Dann hätten sie die Karren nehmen müssen. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr finde. Ich sollte zurück. Und, waren es die Athener? Ich habe Spuren von grünem Kristall gefunden.
Dann also Banditen. In den Bergen gibt es zahllose Höhlen und seit Kriegsausbruch werden sie immer dreister. Ich habe herausgefunden, mein Bauchgefühl sagt mir. Wären das Athener gewesen, hätten sie nicht nur die Vorräte, sondern auch die Karren genommen. Und Banditen hätten keine Chance gegen gestandene Spartiaten gehabt. Was willst du damit sagen? Ich bin nicht sicher. Wer immer das war, lief in den Wald. Deshalb werde ich dort anfangen. Na, endlich wieder in den Wald. Dann gucken wir mal, wo es uns hintreibt. Hallo? Da sind sie. Okay. Also das akustische System von Assassin's Creed Origins, das fehlt mir ein bisschen. Das fand ich besser. Da hast du zusätzlich zu dem Kreis noch Geräusche gehabt, die dir genau gezeigt haben, ob du dich näherst oder ob du dich entfernst. Und das war richtig gut gemacht. Das war echt gut gemacht. Hier wird irgendwo Essen gekocht. Hier waren wir ja auch schon ein paar Mal. Kümmere dich um die Zivilisten. Ist das ein privates Treffen? Oder kann jeder mitmachen? Was? Was willst du? Bitte, bitte geh einfach. Ihr seht nicht wie Mörder aus. War das der Fehler der Spartiaten? Was? Warte! Nein, bitte! Du verstehst nicht! Was gibt es da nicht zu verstehen? Mir scheint das mehr als eindeutig zu sein. Bitte! Lass es mich erklären! Na gut, dann erklärt euch. Ihr sagt mir lieber, warum ich euch nicht einfach töten und die Waren zurückbringen sollte. Bitte, ich sag dir alles, was du wissen willst. Na gut, erstmal, wer seid ihr denn? Ihr seid die erbärmlichsten Diebe, die ich je gesehen habe. Bei den Göttern, nein! Wir sind Bürger von Megara. Bitte, hab Gnade. Dieser Krieg hat uns doch bereits schon so schwer getroffen. Wie die Gnade, die ihr mit den Spartiaten hattet? Wir nahmen nur etwas Essen. Hyrkanos sagte, wir sollen es nehmen. Er sagte, er würde uns helfen. Hyrkanos? Ja, der Söldner. Er sagte, er würde uns mit Nahrung versorgen. Er sagte, Athena ließen ihr Volk nie hungern. Schon wieder der Hyrkanos. Warum riskiert ihr denn den Zorn Spartas? Erklärt euch! Es ist unklug, Spartiaten zu verärgern. Bitte, wir sind keine Diebe. Das ist unser Essen, unser Getreide. Sie haben es uns weggenommen. Alles. Unsere Kinder verhungern. Ach, ihr zahlt Diebstahl mit Mord heim? Eine schöne Lektion für eure Kinder. Mord? Nein. Bitte, wir haben doch niemandem etwas getan. Ein Söldner sagte uns, wo das Essen zu finden sei. Da waren schon alle tot. Genug. Genug! Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Die Zeit der Worte ist vorbei. Ich bin hier, die Schuldigen dieses Verbrechens gegen Sparta zu finden. Na gut, wir regeln das friedlich natürlich. Geh zur Seite. Heute muss niemand sterben. Ich bringe die Vorräte zurück zu den Spartiaten. Aber dafür wirst du uns töten müssen. Seid nicht dumm. Nehmt euch Essen mit, genug zum Überleben. Ich sage einfach, ihr wärt tot und mehr sei nicht übrig geblieben. Das wird sie zufriedenstellen. Aber wir brauchen alles. Was ist mit unseren Familien? Eure Familien hätten gar nichts von eurem Tod. Nehmt mein Angebot an und hört auf zu stehlen. Das nächste Mal werde nämlich nicht ich kommen. Ja, Söldnerin. Hab Dank. Beeilung, nehmt, was ihr tragen könnt und lauft. Na los. Aber hier gibt's doch bestimmt noch was für mich, oder? Ja? Irgendwas? Komm. Das siehst du. Oder ist das der, der im Felsen ist? Nein. Ist wieder rausgekommen.
Und komm hier los. Ja. Taucht alles wieder auf. Das gefällt mir. Na gut, dann haben wir das. Die zwei Schatzkisten, die hier sind. Die finde ich wohl nicht, ja. Sehr ärgerlich. Dolius. Ich soll mich bei Dolius melden. Na, Doli, alter Haubitze. Hast du die Verantwortlichen gefunden? Ich habe die Vorräte gefunden. Bei einem Haufen Hungernder aus Megara. Und? Das waren ihre Vorräte. Sie haben gehungert. Wir brauchten sie für den Krieg und um Megara von den Athenern zu befreien. Hungrige Einheimische sind ein geringstes Problem. Es gibt noch etwas anderes. Hast du von dem Söldner Hyrkanos gehört? Hyrkanos? Ja, er steht auf Seiten der Athener, den Gerüchten zufolge. Es war alles sein Werk. Diese Söldner sind hartnäckig, das muss ich ihnen lassen. Gute Arbeit. Aber wenn du Sparta wirklich helfen willst, habe ich einen Auftrag für dich. Und was schwebt dir vor? Spür ihn auf. Zeig ihm, dass kein Söldnerhund Spartas Plänen im Wege stehen darf. Wenn du so eine schlechte Meinung von Söldnern hast, warum schickst du dann mich? Tut mir leid, aber dieser Mann Hyrkanos ist ein Stachel in unserem Fleisch. Eine Gefahr für alle Spartiaten hier. Bitte, wirst du uns helfen? Naja, klar, ich mach alles. Das werde ich, wenn er so viel Ärger macht. Ich nehme an, es gibt eine Belohnung? Natürlich. Überlege nur, wie viel er bei sich haben muss bei all dem Geld, das die Athener ihm bisher schon bezahlt haben. Ich schätze, du hast recht. Hast du eine Idee, wo ich ihn suchen soll? Er könnte überall sein. Vermutlich hat er sich in der Nähe der Athener eingenistet. Wir haben Patrouillen entsandt, doch sie kamen nie zurück. Und wir können zurzeit keine Männer entbehren. Manchmal schickt man ohnehin besser eine Frau. Athenerhelm. Proviantkontrolle abgeschlossen. Hyrkanos, der Gerissene. Zeig mal her. Wo ist er denn, der Hyrkanos? Der Söldner Hyrkanos hatte von Athen den Auftrag erhalten, die Bestrebungen der Spartaner und Megaris zu sabotieren. Er war ein Meister darin, andere in seinem Sinne zu manipulieren und blieb dabei selbst nur schwer zu fassen. Gucken wir dann gleich mal, wo wir den finden könnten. Unser Inventar. Ja. Ja gut, alles. Ja, ich guck die Sachen. Hä, noch mehr? Ach hier. Ach so, ich muss einmal drauf gehen, sonst geht's nicht weg. Alles, was nicht golden ist. Das würdigen wir gar nicht erst eines Blickes. Wir können es ja alles updaten. Am liebsten hätte ich, dass diese Sachen, die nicht so toll sind, dass die von mir aus gleich markiert sind. Jagd auf Hyrkanos. Dorius hatte Hyrkanos aufgespürt, den gefährlichen Söldner, der den Vorstoß der Spartaner der Region aufhielt. Er bat Kassandra, sich um ihn zu kümmern, bevor er noch mehr Schaden anrichten könnte. Verfolgen, und was haben wir hier? Vermächtnis. Auf ihrer Reise durch die griechische Welt, auf der Suche nach ihrer Familie, traf Kassandra noch jemanden, der seiner Vergangenheit entfloh und eine ungeahnte Verbindung mit ihr hatte. Jagd auf Hyrkanos. Ist gar nicht so weit weg. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was für ein Level der hatte. Werden wir gleich merken. Los. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Okay, jetzt kommen wir hier rein in das Gebiet. Ja. Da oben ist er. Wir wollen mal nicht
wollen uns mal ein bisschen anschleichen. Mal sehen, wie hart der Hyrkanos ist. Militarisierter Tempel von Megara. Vorsichtig. Niemand, das muss Hyrkanos Lager sein. Oh, da steht er. Heiligtum der Athena. Okay. Level 9 ist er. Ey, ich sehe nichts. Ey. Ich mach dich kaputt, Junge. Ey. Na, geh mal weg, ich seh nichts. Mann, ich seh nichts. Ah. Mist. Oh, das ist aber ein schöner Speicherplatz hier. Man darf mich entdecken. Das muss Hyrkanos Lager sein. Ich glaube, wir machen erstmal den da drüben weg. Wo ist denn der jetzt? Oh, Mist. Ja, ich weiß. Ich muss erstmal die Jungs hier wegmachen, glaube ich. Geh mal erstmal nach oben. Kommt die hinter uns her? Kommt ihr? Ja, da kommt einer. Hallo, hier bin ich. Oh, das ist der Hyrkanos. Ja, Junge. Mist. So ein Wegspringen, das wäre mal noch nicht schlecht. Hm. Weg. Okay. Wer ist schneller? Ah, Mist. Ach so, ich muss erst wieder. Das Adrenalin muss ich erst wieder auffüllen. Wo denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Ja, dich muss ich erstmal wegmachen hier. Du störst mich. Oh, der ist ordentlich dabei. Ja, das war gut. Oha. Mist. Ja, na gut. Au. Weg. Boah, ist der hart. Geh weg. Mann, 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 Mann. Irgendwann wirst du müde. Das war gut. Mist. Na los. Muss ich wieder abhauen. Der Hyrkanos. Mist. Nee, ich muss hier flüchten, Junge.
Ich weiß. Wenn er mich jetzt nochmal trifft, dann bin ich wirklich tot. Hm. Na klar. Oh Mann, wieder hier. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Der Hyrkanos. Das muss Hyrkanos Lager sein. Der macht's mir nicht leicht. Der macht's mir wirklich nicht leicht. Wollen wir hier erstmal ein bisschen. Hier ist ordentlich was los. Okay, das reicht mir erstmal. Was haben wir denn hier? Schätze. Ach, aufheben. Und der Hyrkanos schlägt wieder zu. Der Hyrkanos. Ja, ich weiß, dass du mich siehst. Okay, mein Dings ist wieder aufgefüllt. Mein Adrenalin ist wieder aufgefüllt. So, hier oben. Heile ich mich dann hier oben, wenn sie mich nicht sehen, oder? Okay, ja, jetzt heile ich mich. Also, das ist schon mal gut zu wissen. Hier oben kann ich es ein bisschen. Kann ich von hier oben runterjumpen? Was hast du? Berichte. Ja. Überhaupt nicht. Hey. Das geht, das geht. Na, Hyrki. Kann ich dann auch auf den runterspringen? Na, höher geht's nicht. Doch, komm. Vielleicht kann ich auch auf den Hyrkanos runterjumpen. Das wäre dadurch klasse. Ja. Na, so kann... Ah. Okay, das geht wirklich nur, wenn er ein Schild hat. Mann, was ist denn mit dem Typen los? Boah, ich muss schon wieder abhauen. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ich merke das schon. Wenn der einen erstmal hat, dann... Ich versuch's ja. Also, Hyrkanos. Mann, Mann, Mann. Kommst du? Oder nicht? Nicht, ja? Na, ich will dich eliminieren. Nee, ich bin scheinbar zu hoch. Ey, ich hab Y gedrückt. Das wird aber auch Zeit. Das hat sich wirklich gelohnt. Vielleicht sollte ich mehr Söldner zur Strecke bringen. Ja, vielleicht. Kopfgeldjäger machen Jagd auf dich, ja. Nee, nicht aufheben, sondern bestätigen oder so. Geht das nicht?
Schwierig, schwierig, dieser Söldner. Wenn der Einhand erstmal hatte, hatte man keine Chance. Na, zeig mal her. Kostbare Edelsteine. Militarisierter Tempel von Megara abgeschlossen. Hier sind keine Schätze mehr. Das kann ich doch klar nicht glauben. Melde dich bei Dolius. Ja, Dolius, ich komme. Ich komme. Pferdchen, wo bist du? Hier. Na los, komm. Na los. Aratos der Weise. Und los geht's. Uwa. Los. Lebst du noch? Ja. Haben wir den Hyrkanos erledigt? Aber er hat uns zweimal auch erledigt. Was ist denn hier los? Eine Armee für sich. Habe ich auch abgeschlossen. Das läuft. Hallo, ich will mit dir reden. Hey. Wieso hast du mich angegriffen, Junge? Der Söldner Hyrkanos ist tot. Sparta dankt dir, Söldnerin. Und meine Belohnung? Ich habe dir keinen Auftrag erteilt. Du hast aus eigenem Antrieb gehandelt. Doch sei versichert, dass Sparta dir dankbar ist. Toll. Na, das war ja ein toller Typ. 2700, immerhin. Keine Belohnung gab's. Na dann. So ist es halt. Inventar, haben wir wieder Zeug eingesammelt, hä? Ja, ist klar. Dolch, selten. 141, 167. Kriegsschaden. Adrenalin bei Treffer. Ja. Das wäre noch nicht schlecht, wenn da noch eine Geschwindigkeit draufstehen würde. Aber tut es nicht. Oh, die Ausrüstungskapazität habe ich gerade gesehen. Hier. 31 von 350. Hallo. Quest. 100. Nee, was? 15.572 und 15.600. Wir haben gleich Level 11. Hallo. Was war das? Und da hinten leuchtet wieder so ein Schatz raus. Bei den Spartiaten leuchtet ein Schatz raus. Ihr wisst, was das heißt. Ach, der ist gleich hier oben. Hallo, Dunkelstahl, Brustschutz. Lass uns mal auf die Quests gucken. Der Anführer der Athener. Wir sollen den Anführer töten. Okay. Ja, die Banditenlager schließen wir noch ab. Hier war die Athener Schiffe. Na, das wird wohl nichts. Oh, ich habe schon 3 von Ares getötet. Die spartanischen Schiffe, das wird jetzt auch nichts. Oh, die Staatsschätze. Ja, die Staatsschätze kann ich plündern. Okay, alles klar. Wir gehen jetzt in Richtung... Ja, ich weiß hier. Da kann ich wieder irgendeinen Mist machen. Lass ich sein. Ist zu viel des Guten hier. Hier waren wir ja jetzt schon. Nachrichtentafel. Wir erkunden erstmal hier den Aussichtspunkt erkunden wir erstmal. Damit wir da mal eine schöne Schnellreise haben. Das ist wichtig. Gell?
Und dann tun wir von der Schnellreise aus mal gucken, wo es uns hintreibt.